Freunde, wir stecken da gleich mal noch, zum Glück gibt's Brettspiele. Herzlich willkommen. Servus Maria. Hi Marco. Es ist ausverkauft. Ausverkauft ist es. Noch nicht eigentlich, denn ihr könnt es noch immer kaufen oder so. Könnte man in der Klemme. Ja. Was haben wir da? Was schauen wir uns heute an? Wir schauen uns ausverkauft an. Welche Überraschung. Ist für 1 bis 6 Spieler, dauert 30 bis 45 Minuten und ab 8 Jahren. Was machen wir da? Wir sind Besitzer von Theater, ja, und wollen, dass die Besucher reinkommen und die Sitze besetzen, die uns eigentlich Punkte geben. Und das machen wir durch Ausstreichen. Genau, wir werden das jetzt wieder ganz kurz in 2, 3, 5 Minuten erklären, weil so viel ist es nicht. Ich werde einiges weglassen. Es soll ja nur einen groben Überblick für euch verschaffen. Im Prinzip, sie nennen es Share and Ride. Mhm. Also es ist eine Art Roll and Ride, wobei man eben nichts rollt. Mhm. Jeder hat so ein Tableau, das ist doppelseitig, gibt auch eine Rückseite. Mhm. Das ist eben das Theater, das möchte man füllen, da sieht man eben 4 Farben und noch ein paar andere Dinge. Und zwischen den 2 Spielern, und das ist der Clou, kommt dieses Brettchen. Mhm. Ja, da seht ihr Tickets in der Mitte und auf der Seite so Boni. Im Prinzip ist es so, ich nehme eines und den zweien, weil naja, wenn ich mit Nachbarn spiele, habe ich ja immer 2, links und rechts jeweils eines. Nehme ich mir das, dann wähle ich mir mal die Boni aus, auf die gehe ich jetzt nicht genauer ein, aber die verändern ein bisschen die Möglichkeiten, die man hat. Mhm. Alternativ kann man auch immer Siegpunkte nehmen, also da gilt es schon mal was abzuwägen. Dann wähle ich mir ein Ticket aus, da gibt es eben die 4 Farben und jetzt kommt dieses Ticket, ne, es ist halbwegs, ich sage mal, dem Thema entsprechend, die zerreißt man ja, die Tickets, die werden entwertet und das macht man hier, indem man etwas ausmalt, ja, so ein Punktteil. Da gibt es bestimmte Regeln, also man darf ein Ticket dann nicht plötzlich aus 2 Tickets machen, also zu 2 Tickets machen oder so, aber ich male dann etwas weg. Und das, die neue Form, die ich hier habe, die muss ich dann 1 zu 1 so auf den Plan in der Mitte, also in meinem Plan, übertragen. Ja, ja. So würde es aussehen, nachdem man das genommen hat und was ausgefüllt hat. Also ich habe das erste Dings genommen und keine Punkte. Und dann habe ich irgendwo bei den gelben Tickets so angekreuzt, dass ich es nicht trenne. Genau, das wird dann auf diesen Plan übertragen. Und auch da gibt es natürlich bekannte, sage ich mal, Legeregeln. Also wenn ich ein gelbes Ticket nehmen muss, diese Formation, die ich dann einmal zumindest ein gelbes Feld berühren und solche Sachen. Und wenn ich das gemacht habe, lege ich das wieder in die Mitte und nehme mir von der anderen Seite das Plättchen und mache dann da dasselbe. Mhm. Schaut, da habe ich das ausgefüllt, da seht ihr das, das muss das Gelbe berühren, ja? Und die Form muss ich so auftragen, wie die da wäre. Da ich aber diese Dings genommen habe, könnte ich es drehen, wie ich möchte. Genau. Das Ganze macht man 14 Mal, bis es zur Entwertung kommt. Der Clou an der Sache ist natürlich, dass meine Nachbarin, in dem Fall die Maria, dann ebenfalls dieses Brett in der Mitte nimmt und dann da ebenfalls was wegzeichnet. Das ist dann auch relevant, weil da gibt es hier bei den Punkten in der Mitte dann auch so eine Mehrheitswertung. Wenn man mehr hat als der Nachbar, dann kriegt man entsprechend Siegpunkte. Der Hauptpunkt, den man macht, das kennt man vielleicht auch, vielleicht vom Kartografen oder dergleichen, es gibt 4 Hauptziele, die man erreichen möchte. Eines davon gibt sogar eine doppelte Wertung. Das sind durchaus bekannte Dinge, zum Beispiel fülle alle rote Felder aus, fülle alle violette Felder aus, fülle Reihen aus, fülle Spalten aus. Dann gibt es hier spezielle Gebiete, wo du da eine Unterschrift siehst oder eine Säule. Ja, fülle die Felder hinter den Säulen aus, fülle die Felder bei den Unterschriften aus und so weiter. Also diese Dinge kennt man ein bisschen. Und dann gibt es eben die Schlusswertung, wo man sagt, okay, erstens mal, wie gut habe ich abgeschnitten bei den 4 Vorgaben. Dann diese Mehrheiten, da vergleiche ich mit links und rechts, welche Tickets oder bei welchen Tickets habe ich mehr Punkte, also ausgemalt. Dann gibt es noch die Bonuspunkte, die ich bei den Bonusfeldern vielleicht ausgewählt habe. Na, man kann ja immer entscheiden, nehme ich eine Bonusaktion, die dann eben die Regel ein bisschen verändert, oder ich nehme die Siegpunkte, schaue ich danach, wie viele Punkte ich gemacht habe und dann hat man einen Gesamtwert. Ja, da habe ich euch ein Beispiel gemacht, ja, für die Gesamtaufgabe, ja, also wo man dann schaut, das ist so eine kleine Area Control, wo man schaut, wer hat gewonnen. Da hätte zum Beispiel der Grüne gewonnen, dann hätte er bei sich, so beim Grünen, so 2 angekringelt. Ja. Hätte er bei dem Nächsten gewonnen, hätte er wieder 2, dann hätte er 20 Punkte. Genau, aber das könnt ihr auch selber herausfinden. Genau. Das war es im Großen und Ganzen. Man macht das eben links, rechts, füllt dann eben seinen Saal aus und wenn man dann die meisten Punkte hat, hat man ausverkauft gewonnen. Yes. That's it. Das Theater ausverkauft. Ja. So, schauen wir uns einmal, wie immer und wie so oft, die Materialien. Ja, die Materialien, die sind, wie ihr seht, so ganz
zweckmäßig, ja, das Theater ist okay, die Stifte funktionieren, ja. Immerhin. Natürlich ist es blöd, weil man muss diese mittleren Teile, das zwischen einem Stehen, also zwischen zwei Stehen nehmen, und da muss man aufpassen, dass man das nicht verwischt. Natürlich, weil man schreibt mit den Stiften drauf, und wenn man das nimmt und dann verwischt man irgendwas, muss man halt aufpassen. Ja, das, in dem Fall mag ich das aber schon, und darüber werden wir noch reden, man verdutzt sich manchmal, denn manche Konzepte sind, die klingen einfach, aber während des Spiels verdutzt man sich halt dann doch manchmal. Und dann ist es gut, wenn man es einfach nur wegwischen muss, weil wäre das Papier, ja, dann müsstest du herumschreiben und tun und machen, das schaut dann noch hässlicher aus. So lösche ich das weg und gut ist. Ja. Prinzipiell, generell ist es ganz lieb. Das Thema wirkt etwas aufgesetzt. Ja, wir füllen einen Saal, aber das kann auch irgendwas anderes sein. Da spüre ich jetzt nicht wirklich stark das Thema, aber dennoch ist es gefährlich. Also mit den Tickets und so, das ist irgendwie lieb. Das ist irgendwie lieb. Warum ich gerade die Felder hinter einer Säule füllen muss, das weiß ich zwar nicht, weil das sind eigentlich die billigen Plätze. Ich will doch eher die teuren Plätze machen. Aber gut, das muss man auch nicht unbedingt verstehen. Ja, was ich aber mag, das gehört auch zu dem Thema, der Ticket wird ja so in eine Art verwertet. Ja. Somit ist ein Stück weg. Ja. Natürlich kannst du ihn dann nicht trennen. Das haben sie gut gemacht. Also das gefällt mir. Das ist tatsächlich einer der herausstechenden Eigenschaften des Spiels, weil das kennt man so nicht. Normalerweise wird etwas immer mehr oder so, in dem Fall wird es immer weniger. Und für mich allerdings ändert sich da jetzt nicht großartig was, weil ich kann es eh nicht beeinflussen. Ich schaue auch nicht, was zum Beispiel mein Nachbar braucht, weil ich schaue auf mich, ich brauche diese Formation, ich muss was wegstreichen, also mache ich da das Kugeln und male das bei mir ein. Da gibt es halt dann aber auch keine Interaktion, dass ich schaue, okay, was könnte die Maria jetzt brauchen, was könnte sie nicht brauchen, ich tue das weglöschen, dann kann sie das nicht mehr haben. Das funktioniert so nicht. Aber es ist trotzdem lustig, weil es immer weniger wird. Und das macht dann insofern auch Sinn, weil natürlich am Plan im Theatersaal sozusagen auch immer weniger Platz ist. Und somit kann man dann später Lücken füllen, die man am Anfang nicht konnte. Ja. Aber ich muss sagen, ich schaue schon ein bisschen, was der andere macht. Weil in etwa, ich schaue nicht ganz genau, aber ich weiß, okay, wenn er mir dieses Stück wegmalt und dieses Stück passt da nicht mehr rein oder ich muss dann was extra machen, dann schaue ich schon. Also dann schaue ich schon, dass ich vielleicht woanders was wegmale, damit ich dann auch noch die Möglichkeit habe. Okay, ja. Also ein bisschen schaue ich schon, weil ich bin, dann denke ich schon nach, wenn er mir aber das ausmalt und aber das genau wie es jetzt ist, kann ich ja da reinmalen. Das ist dann schon wichtig. Ja. Also ich schaue dann, dass ich mir was vorbereite, wo ich das dann vielleicht verwenden könnte. Weil wenn mir genau dieses Stück so viele Punkte bringt, dann denke ich mir, dann muss ich schon schauen, was er macht. Ja. Okay, ja, gut. Interessant sind diese Bonus- Felder, wo man halt am Anfang jeder Runde eines aussucht, wo man dann ein Gebiet aussucht und dann sich entscheidet, okay, mache ich diese Spezialaktion oder nehme ich mir die Siegpunkte. Es klingt zumindest interessant. In der Theorie ist es bei mir zumindest meistens so gewesen, dass ich in erster Linie die Siegpunkte anstrebe, weil da kriegt man nicht wenig Siegpunkte, die nimmt man gerne alle mit. Und erst gegen Ende dann irgendwann, wenn es dann ein bisschen enger wird am Plan, gibt es dann vielleicht da und dort die Option, wo ich sage, okay, wenn ich das jetzt aber drehe, dann passt das genau rein, also gut, dann verzichte ich auf den Siegpunkt und nehme die Bonusaktion. Das Problem ist, gegen Ende hin habe ich da ja schon dann die meisten Boni weggestrichen, weil ich die Siegpunkte genommen habe. Also das ist einerseits in der Theorie klingt das sehr interessant, in der Praxis fand ich das zum Teil ein bisschen austauschbar oder weiß ich nicht. Aber, ja, sie waren okay, aber was ich stark fand, ist, dass wenn du noch zusätzliches Punktchen irgendwo malen kannst. Ja. Also das habe ich immer verwendet, weil das gibt dir dann die Möglichkeit, wirklich diese Punkte zu gewinnen. Ja, und meistens habe ich dann das entweder sofort oder am Ende verwendet, ja, wo ich gesehen habe, okay, da, wenn ich dann noch zusätzlich eins, weil das sind 20 Punkte. 20 Klar. Punkte sind in diesem Spiel viel, ja. Wenn ich dann 20 Punkte versaut habe, dann habe ich vielleicht nur 10 oder 15 und denke, okay, ja. In der Praxis, wenn man es sich ausrechnet, ist das aber dann nicht so relevant. Du hast jetzt von den 20 Punkten gesprochen, aber du hast ja auch schon die vorherige Stufe dann vielleicht geschafft. Meistens geht es dann darum, okay, nehme ich mir die 3 Punkte, die ich fix habe, oder mache ich diese Spezialaktion, damit mache ich dann vielleicht 5 Punkte. Mache ich 2 Punkte insgesamt mehr. Nö, das hast du oftmals. Das ist, Ja. Das Problem, das manche haben, und das habe ich auch während der Testspiele gemerkt, ist die Struktur,
wie die Runde aufgebaut ist. Ja, das wollte ich auch ansprechen. Man nimmt sich einerseits einmal das Brett, das ist okay. Dann muss man sich schon für einen Bonus entscheiden. Ja. Und dann wählt man erst das Ticket aus. Das Problem ist, wie kann ich mich für den Bonus entscheiden, wo ich zum Beispiel das Ticket drehe, wenn ich noch gar nicht entschieden habe, was für ein Ticket ich nehme. Also ich entscheide mich vorher, okay, dann nehme ich halt jetzt diese Drehaktion, wo man das nämlich das Teilchen drehen kann, und dann suche ich mir das Ticket aus, dass ich dann drehe. Das ist irgendwie komisch. Ja. Und in der Praxis schaut es dann so aus, und wenn man jetzt wirklich ein Regelpurist ist und sagt, okay, wir müssen wirklich nach den Regeln spielen, wird es nicht funktionieren. Denn ich habe oft gesehen, wie die Leute am Tisch dann plötzlich einzeichnen, dann sind sie fertig und dann streichen sie den Bonus weg. Ja. Wo man denkt, das ist eigentlich falsch. Ja. Aber ich kann es verstehen, weil es ist total unintuitiv und ich weiß auch nicht, warum man das so gewählt hat. Mir fällt kein Grund ein, warum man das genau so gemacht hat. Ich weiß es auch nicht, weil das ist eigentlich egal, wann ich es mache. Ja. Hauptsache, ich habe was weggestrichen. Was mir gefällt, dass es ein bisschen nachvollziehbar ist, weil dann zähle ich, wie viel habe ich schon abgestrichen, ja, und dann weiß ich, okay, in dieser Runde sind wir. Was ich aber auch raten würde, wartet, bis alle fertig sind. Ja, weil wenn, dann nehme ich das und dann nehme ich das und dann nehme ich das und auf einmal hat der einen Nachteil, weil ich schon bei seinen zwei weggestrichen habe und er muss dann nachholen. Das ist nicht okay, weil dann, wie schon gesagt, du hast ihm vielleicht bei einem Ticket was zweimal weggestrichen, was er vielleicht brauchen würde. Mhm. Also das würde ich wirklich sagen, wartet, bis die Runde fertig ist, bis alle angezeichnet haben und dann tauscht die Tickets. Genau. Also, Bei uns ist es dann bei einer Runde so zum Chaos gekommen. Die waren noch nicht fertig und haben dann am Ende noch irgendwas angezeichnet. Das war nicht okay. Ja. Das fand ich nicht so gut. Man kann natürlich vielleicht, um mein voriges Thema noch abschließend zu besprechen, diese Bonusaktionen, natürlich kann es manchmal vorkommen, dass ich schauen will, was macht der Nachbar, und je nachdem, was er macht, nehme ich dann die Bonusaktion oder die Punkte. Aber in der Praxis ist das eigentlich ziemlich irrelevant, deswegen weiß ich nicht. Macht das in der Reihenfolge, wie ihr es für richtig empfindet, außer es gibt wirklich einen Grund, einen triftigen, der mir jetzt im Moment nicht einfällt, dann ja gut. Mhm. Diese Interaktion links und rechts, hin und her, das kennt man vielleicht von manchen wenigen Spielen. Meistens gefallen mir diese Spiele nicht unbedingt. Mhm. Seven Wonders zum Beispiel ist eine große Ausnahme. Dort gefällt mir das sehr, sehr gut, wo ich mit den Nachbarn interagieren kann. Hier ist es, es wird nicht aufgesetzt oder so und es ist irgendwie lustig. Aber auch hier hat man dann oft das Problem, ich nehme halt dann das und lege es halt da an und dann zeichne ich vielleicht auf dem falschen Bonusfeld irgendwo was ein, also quasi beim Nachbarn, das muss man wieder weglöschen. Es ist alles ein bisschen, nicht komplizierter als notwendig, aber es ist irgendwie lieb, aber mehr auch nicht. Ja. Ja, aber was ich bei einem Spiel mag, man schaut sich dann sein Theater und denkt sich, oh ja, ich habe jetzt 4 Punkte, ich werde das Spiel sicher gewinnen. Und dann sind das wirklich nur ein paar Punkte, die einen trennen von dem Sieg. Ja? Das ist richtig. Also wir haben immer sehr enge Partien gehabt, was auch wirklich daran liegt, man hatte diese 4 Hauptziele, die man erfüllen sollte wegen den Punkten. Mhm. Und natürlich wird jeder primär das machen, wo es die doppelten Punkte gibt. Ja. Und dann denke ich mir, okay, ich habe alles jetzt in Rot ausgefüllt, das heißt, ich kriege nicht 15, sondern 30 Punkte. Aber das kriegt jeder. Mhm. Also sind wir quasi wieder bei Null. Und dann gibt es halt dann dort ein paar Punkte, dort ein paar Punkte. Ja. Und unterm Strich kann man noch so gut spielen und noch so genial sein. Ja, die anderen sind dir dann trotzdem irgendwie auf den Fersen oder vor dir, weil dann irgendwo irgendwas dann doch besser gemacht wurde in dem Moment. Ist aber nicht schlimm. Nein, ja, weil es, wenn die Partien immer sehr knapp sind, ist es ja okay. Ja. Man könnte aber bisweilen das Gefühl haben, was hätte ich besser machen können. Ja, so nach dem Motto. Ist halt schwierig. Ja. Ist genau so wie der gewonnen hat. Der hat ja das am besten gemacht. Also es ist ein kleines Puzzle, wo wir das mal lösen muss. Und das mag ich. Dass es dieses Area Control dazu hat, stört mich gar nicht, obwohl ich so Area Control nicht so mag. Aber da ist es einfach. Das ist wirklich ein einfaches. Ich zeichne einen Punkt und schaue, was du machst. Dann zeichne ich vielleicht was anderes. Ich schaue, brauche ich das, wenn ich da noch anzeichne. Also dieses Area Control, dass es so kleiner wird immer, das macht es interessanter. Ja, das ist sogar eines der für mich persönlich eines der Highlights von dem Spiel, weil normalerweise, ich meine, gerade am Anfang, aber auch im mittleren Verlauf des Spiels, gegen Ende muss man dann schon schauen, aber gerade im mittleren Verlauf des Spiels hast du noch immer genug Auswahl und kannst theoretisch alles machen. Aber da beginnt man schon zu schauen und zu taktieren. Okay, pass auf, die Maria hat jetzt bei Grün wieder ein Kuh gemacht. Wenn ich sie jetzt da einfach davonziehen lasse, hole ich nicht mehr auf. Ich sollte zumindest ausgleichen.
Also mache ich dann dort eine Kugel. Aber kann ich Grün überhaupt richtig sinnvoll einbauen? Und da beginnt dann eine interessante Überlegung, wo man sagt, okay, nehme ich wirklich Grün, ist das wirklich trotzdem dann für mich optimal? Mhm. Oder sage ich, okay, gut, dann soll sie Grün haben, dafür hole ich mir ganz sicher Gelb. Und Gelb kann ich jetzt sowieso gut einzeichnen. Das sind schöne Überlegungen. Genau, das, schon sagen, genau. Ja. Das mag ich. Also diesen Teil an dem Spiel mag ich sehr. Ja. Und deswegen ist es für mich auch ein bisschen dieses Flip and Ride oder wie sie das nennen, Share and Ride, ja. Ist es für mich dann, macht es dann wirklich besser. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Kommen wir zum Fazit. Mhm, ja. Kurzum, für mich, als ich das die ersten paar Male gespielt habe, war ich will nicht sagen begeistert, aber ich war wirklich sehr angetan davon, mir hat das wirklich Spaß gemacht, wirklich gefallen. Mittlerweile, und es sind einige Spiele schon passiert, aber noch nicht so viele, sehe ich schon, dass ich mich eigentlich schon satt gesehen habe, dass ich eigentlich gefühlt schon alles erlebt habe. Ist jetzt nicht so schlimm, weil das ist ein kleines Spielchen, das geht relativ schnell, wenn jeder weiß, was Sache ist, sind 30 Minuten eigentlich schon zu lange, sondern wenn man das relativ flott macht, dann geht das auch schneller. Ja. Es ist für mich daher irgendwo ein Filler. Es ist jetzt nicht super einfach, super easy, also blutige Nichtspieler oder super Anfänger, da wird es vielleicht ein bisschen schwierig, einfach weil verschiedene Konzepte ein bisschen schwierig sind zu verstehen. Aber es ist alles super komplex, das heißt, man kann das schon mit einer großen Auswahl an Menschen spielen und es ist durchaus gefällig. Also ich würde mal sagen, es erfindet das Rad nicht unbedingt neu. Die Ziele in der Mitte, das kennt man, das ist jetzt alles, auch die Boni, die man macht. Man muss halt mögen, dass man sich entscheiden muss zwischen Siegpunkte oder einer Bonusaktion, warum man nicht einfach dem Spieler sagt, hey, du hast einfach diesen Pool, nutze daraus, was du möchtest, und zwar immer. Das wäre auch interessanter, noch taktischer im Prinzip. Aber so wie es ist, ist es ganz, ganz gefällig und ja, es ist nicht so, dass ich es nicht mag, ich würde es auch immer spielen, wie du es so schön sagst. Ja. Ich würde es immer mitspielen, aber wenn ich jetzt sage, hey, wollen wir ein irgendwas und Ride-Spiel spielen, gibt es ein paar, die ich präferiere. Ja. Sei es Welcome to the Moon oder wo auch immer man willkommen ist. Der Kartograf, Kartografin, Trails of Tucana, da gibt es doch eine Reihe, wo ich sage, wenn ich mir entscheiden müsste, dann würde ich eher dorthin greifen. Mhm. Das ist einfach meine Meinung. Ja. Ist so. Ich würde es auch empfehlen für Leute, die Flip and Rides mögen, die einen Fehler suchen, der ein bisschen anders macht, wenn man schon satt ist von den ganzen Flip and Ride und was anderes, was ein bisschen anders sucht, würde ich es auch empfehlen. Ich würde es auch jederzeit spielen, wenn man mir sagt, ich würde auch eher Kartografen raussuchen, wenn man sagt, komm, spiel mal was Kleines, so wo man was anzeichnen kann, würde ich sagen, komm, spiel mal Kartografen. Aber es macht nichts falsch. Also das Spiel macht wirklich nichts falsch. Als kleine Fehler dazwischen, zwischen großen Brecher, ja, gerne. Ich würde es ja auch einfacher betiteln als der Kartograf. Der Kartograf ist nicht so einfach, wie man glaubt. Ja. Viele sind da sehr überfordert. Eben, weil die Ziele in Kartografen doch verschieden sind, viel verschiedene Ziele, die einfach auch nicht miteinander ineinander greifen. Die sind Ziele, die sind sehr ähnlich. Ja. Fülle grün aus, fülle rot aus, mach hinter den Säulen was voll, mach diese Sitze voll. Das ist alles so, die Ziele sind nicht interessant. Ja, das Einzige, was halbwegs interessant war, okay, such dir das Feld raus, wo du die meisten leeren Plätze hast und da pro leeren Platz kriegst du Punkte. Ja. Das ist interessant, weil das ist auch ein bisschen eigentlich gegen den Spielverlauf. Eigentlich möchte ich alles voll haben, aber da werde ich dafür belohnt, wenn ich, also suche ich meine Farbe aus, die dann möglichst groß ist und leer entsprechend. Ne? Mhm. Und dann kriegt man halt da die Punkte. Das war dann schon mal was anderes. Ja, genau, und da muss man dann auch, aber sonst ist es eher, kennt man, hat man schon gesehen. Ja, vielleicht kennt ihr das Spiel und habt ihr das schon mal gesehen, vielleicht sogar auch schon gespielt. Dann schreibt uns in die Kommentare, wie ihr das Spiel empfindet. Wo würdet ihr das einreihen in der Welt der Irgendwas und Rides? Ist es zu spät überhaupt auf den Markt gekommen? Interessiert das überhaupt noch wem? Findet ihr das super? Gibt es für euch Kniffe, die wirklich spannend sind? Und würdet ihr das empfehlen? All diese Dinge bitte schreibt sie in den Kommentaren. Traut euch ein bisschen, ne? Da wird sehr wenig geschrieben. Traut euch doch ein bisschen. Und dann wird alles toll. Yep. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi, Gatto.